Wir sind OAO Musik. Ich krieg gar nicht mehr genug von dem Scheiß. Warum müssen Leute sagen, mach die Schule zu Ende, damit du was erreichst? Ich bin schon immer meinen eigenen Weg gegangen, nur nach vorne geschaut, eine Scheiße gebaut. Und dann hab ich trotzdem nie begriffen, warum meine Zukunft wichtig ist. Bis zum Tag, wo ich da stand, ohne Lehre, da begriff ich das. Ich war eine stinkend faule Sau, ohne Perspektive, doch war ziemlich sicher, dass ich das irgendwie schon hinkriege. Hallöchen, wir sind OAO Musik, hier in Cottbus, im 44. Ich dachte mir, was jetzt? Der Lana hat sich heute zur Verfügung gestellt, damit wir hier unser Interview machen können, was uns sehr freut. Wir sind alle beisammen gekommen, also ich fange mal an. Ich bin relativ von OAO Musik. Ich bin Producer, Texteschreiber, also ich bediene eigentlich alles. Also ich mastere unsere Sachen ab, ich kümmere mich um Auftritte, ich mache Promoting, ich mache eigentlich ziemlich so gut wie ich diene bei allem, so wie die anderen. Jo, hi, ich bin Ferro, relativ ist unser Chef, hat er vergessen zu sagen. Jo, wir sitzen hier im 44 auf der Couch, weil es draußen schneit wie Hölle. Und ja, ich schreibe halt Texte, ich bin Rapper. Was soll ich sagen? So ist es. Jo, ich bin Joker, Texteschreiber, Autofahrer, Rapper. Ja, die sind das, was so anfällt, darum kümmere ich mich. Sonst Rap. Hallöchen, ich bin A2K von der OAO Musik. Und ich mache im Prinzip eigentlich, zu viert oder zu dritt, wir machen im Prinzip eigentlich alle dasselbe. Rap-Musik, ich schreibe Texte und ja, so sieht das aus. Hallöchen, ich bin Score von OAO Musik und ich schreibe eigentlich nur Texte, weil eigentlich alles relativ macht, der ist der Boss. Also die Jungs haben sich ein bisschen kleiner gemacht, als sie sind, also die kümmern sich ja auch um Werbung, um andere Sachen, die anfällt, wie Votings und... Also Internetplattformen, damit das verbreitet wird, machen Werbung in den Städten, wo sie wohnen, weil wir müssen dazu sagen, wir wohnen nicht alle in derselben Stadt. Wir haben uns damals getroffen. Ich und Ferro gingen in eine Klasse und Joker ging bei uns mit auf die Schule. Die anderen beiden, A2K und Score, haben wir getroffen, als wir nach Cottbus gezogen sind. Also wir haben uns eigentlich zusammengefunden, was die Musik angeht. Uns gibt es circa seit 4 Jahren in der Konstellation. Also wir waren eigentlich mal zu sechst. Einer ist leider weg. Arbeitstechnisch geht das leider nicht mehr. Und was die Musikrichtung angeht, wir machen eigentlich Musik für jedermann. Wir machen Musik, die im Radio gespielt wird. Wir machen Musik, die kommerziell ist, gehalten ist, damit vielseitig, damit wir eigentlich die breite Masse bedienen. Also wir haben, Ferro zum Beispiel macht, sag einfach. Ja, ich mache eher ein bisschen düstere Musik, die ist manchmal ein bisschen abgedreht halt, nicht für jedermann, aber ich mache auch natürlich auch oberflächlich ein bisschen gesehen, kommerziell, dass auch Leute, die jetzt nicht so auf Hip-Hop abfahren, das auch mal hören können und mal wissen, einen kleinen Einblick kriegen, was da eigentlich abgeht bei uns hier so in der Welt. Ja, ich schreibe auch Texte und versuche eigentlich immer Vielseitigkeit mit reinzubringen, von allen mal ein bisschen was, die Leute zu unterhalten, trotzdem bei meinem eigenen Style zu bleiben und ja, rappe seit 6 Jahren jetzt. Ja, mir, was soll ich dazu sagen? Ich bin halt, so wie soll ich sagen, Multifunktionsrapper unserer Crew. Ich mache eben halt im Prinzip alles. Ich mache diepe Sachen und ich mache kommerzielle Sachen. Ich mache eigentlich im Prinzip alles. Und ich muss sagen, naja, Style, klar, jeder hat seinen eigenen Style, aber im Prinzip lege ich mich da auf gar nicht richtig fest, so. Ich mache eigentlich einen Haufen Sachen. Alles Mögliche eben halt, so. ORO Music, großes O, großes R, großes O. Was verbirgt sich dahinter? Genau, also das hat eigentlich 2 Hintergründe. Eigentlich hießen wir früher Ost-Web-Offensive, also O für Ost-Web und Offensive. Hat sich aber, weil wir anfangs aus mehreren Crews bestanden, die sich als Kollabo zusammengefunden haben, was jetzt nicht mehr der Fall ist. Wir sind jetzt die, die übrig geblieben sind, die zusammen musikalisch passen. Und deswegen haben wir das abgekürzt, OAO, haben versucht, dafür auch einen Hintergrund zu finden. Und OAO heißt im mexikanischen Gold. Und deswegen haben wir das Musik klein gemacht, also Goldmusik. Ist für uns der Hintergrund, dass wir eigentlich mit Web, also was heißt Web? Wir machen Musik und wir sehen die Musik nicht mehr nur als Zeitvertreib, sondern als Zukunft für uns. Ihr habt ja auch R&B geschrieben, Hip-Hop und R&B als eure Stilrichtung. Genau, wir haben auch eine Sängerin und Sänger, aber die Sängerin kann heute leider nicht hier sein, weil die beim Bund ist, so hart es sich anhört, ja. Die rappt beim Bund? Ja. Ja, richtig. Einen Sänger haben wir auch ab und an und
das wären dann so Air-Tracks, die auch im Radio gespielt werden, auf Fritz Radio oder wo auch immer. Wie ist es mit Instrumenten? Wo kommt eure Musik her? Wird die jetzt elektronisch gemacht? Nehmt ihr fertige Musik? Wie geht das da bei euch? Also wir haben dafür Programme. Also wir haben jetzt für Live-Auftritte, also wir sind live auch ziemlich abgedreht. Also wir machen eine richtige Bühnenshow, weil wir halt bei ziemlich vielen Contests mitmachen und da halt auch hervorstechen wollen. Und deswegen haben wir auch einen Drummer haben wir auch dann für da, aber der spielt jetzt nur die Instrumente nach. Und ansonsten machen wir die Instrumentals selber am Programm. Ihr habt gesagt, es ist jetzt euer Lebensinhalt geworden oder wie sieht es da beruflich aus? Schon Berufsmusiker, wollt ihr dorthin? Wie sieht es da aus? Also beruflich ist das schwer unter den Hut zu bringen, weil man ja auch, wir haben alle Jobs noch nebenbei, die halt fürs echte Leben, wir müssen ja Geld verdienen und Miete zahlen und essen, mehr oder weniger. Ja, und da ist das schwer manchmal, wenn man 12 Stunden auf Arbeit ist, dann noch mit der Musik unter den Hut zu bringen. Da setzt man sich halt echt nachts hin, schreibt die Texte, sitzt da noch 2-3 Stunden nach der Arbeit dran und damit Geld zu verdienen wäre natürlich toll, aber das ist echt schwierig zur heutigen Zeit gerade, es gibt so viel Konkurrenz und die zu besiegen, muss man jetzt einfach mal so sagen, ne? Das ist echt schwierig heutzutage. Da muss man schon was Neues bringen, was nie da gewesen ist und das auch echt gut rüberbringen, dass das Publikum das auch aufnimmt und ich sag mal wie ein Schwamm das aufnimmt und gleich wieder ausdrückt, weitergibt an andere Leute, die das gleich wieder so aufnehmen und so muss das gehen, meine Meinung. Ja, also Hip-Hop, R&B ist ja auch ein bisschen Mainstream, kann man ja sagen, also es ist schon eine breite Bewegung. Was macht ihr anders als andere Gruppen in dem Bereich oder wo seht ihr eure Stärken, wo hebt ihr euch ab von den anderen? Das sind halt alles schwierig zu erklären. Also wir schreiben unsere Texte, die sind nicht, manche sind frei erfunden, Geschichten, aber größtenteils ist es eben halt so, dass wir Texte schreiben, was wir wirklich erleben. Also wir haben so vor kurzem ein Album rausgebracht, ich mit ihm zusammen, und da waren echt nur Texte, was uns passiert ist, was wir Geschichten, die wir jetzt hier erzählt haben, alles der Wahrheit entsprechen hat und so. Und dass eben halt Leute sich eben da, ja, wir sind real und Leute hören sich die Sachen eben halt an. Nicht, weil sie denken, oh ja, das gefällt mir, das hört sich so gut an. Die hören sich das an, weil sie auf die Texte achten und eben halt die Hintergründe alle verstehen und denken, ja, doch. Also ihr seid authentisch und das ist auch euer Markenzeichen. Genau, auf jeden Fall. Und was uns noch unterscheidet zwischen anderen, dass wir halt, wie gesagt, versuchen authentisch zu bleiben. Und dass wir auch nicht dieses Standardklischee von Hip-Hop vertreten, also dieses frauenfeindliche oder sexistische ist eigentlich nicht so unser Ding, sondern wie gesagt, wir machen Musik fürs Radio und was Live-Auftritte angeht, muss man uns echt gesehen haben. Also wir lassen uns da echt was einfallen, wir bauen auch manchmal Sachen auf und dann geht das auch ab. Und bis jetzt haben wir jedes Mal gutes Feedback bekommen, was das angeht. Wenn er so mal überlegt, so eure größten Gigs, wo wart ihr bis jetzt? Was gibt's da so für Sachen, von denen ihr so berichten könnt? Also wir waren in der Top 3 von der SAE Jam Session, Deutschlands größten Rap-Contest. Da sind wir bis ins Halbfinale gekommen, war in Halle, dann waren wir in Dresden zusammen mit King Orgasmus, waren in Force zusammen mit Schimmel und JAW. Mach One waren wir an Guben zusammen, von einem Label gesponsert aus Berlin, womit wir jetzt auch mehr oder weniger immer mehr zusammenarbeiten. Und so gesehen haben wir eigentlich monatlich oder, also wir haben im Jahr einige Auftritte. Also wir haben jetzt nächste Woche schon wieder einen Auftritt, im kommenden Januar haben wir 2 Auftritte. Vielleicht haben wir sogar mit, können wir an die Kamera halten. Na, ihr könnt es auch sagen. Also das ist in Forst jetzt mit Schimmel und Montana Max, die präsentieren ein neues Album. Und da sind wir sowas wie eine Vorgruppe sozusagen. Weißt schon Datum? 18.12. ist das in Forst. Abschließend jetzt eine Message an die Welt so. Was wird da jetzt rausposaunen? Also ich posaune raus, die Message an die Welt ist, macht euch auf was gefasst. Wir werden euch ich weiß nicht, ob man es sagen kann, auf den Sack gehen. Ihr werdet, wenn ihr den Fernseher einschaltet, nur noch uns sehen. Nein, also das ist unser Ziel. Unser Ziel ist es, euch alle anzusprechen. Und ich denke doch, wenn ihr unsere Musik abcheckt, ihr könnt im Internet unter myspace.com/ostweb unsere Musik abchecken. Da ist wirklich für jeden was dabei. Und ich denke, dass das Zukunft haben wird, was wir machen. Ich würde am Ende noch sagen, unsere Mucke bitte nicht zu ernst nehmen, immer mit ein bisschen Humor sehen.
Wir nehmen das nicht immer alles ernst, was wir sagen. Sag, was ich meine. Lass deine Kinder, das ist lieber nicht hören. Wir sind ein schlechtes Vorbild. Wir machen jeden Tag nur, was wir wollen. Also nimm's nicht als Vorbild, nicht als Vorbild. Und wenn du's trotzdem machst und dein Leben dann nicht hast, komm damit nicht zu mir, ich hab es dir doch gleich gesagt. Wir sind kein gutes Beispiel, ein schlechtes Vorbild, schlechtes Vorbild. Lass deine Kinder, das ist lieber nicht hören. Wir sind ein schlechtes Vorbild. Wir machen jeden Tag nur, was wir wollen. Also nimm's nicht als Vorbild, nicht als Vorbild. Und wenn du's trotzdem machst und dein Leben dann nicht hast, komm damit nicht zu mir, ich hab es dir doch gleich gesagt. Wir sind kein gutes Beispiel, ein schlechtes Vorbild, schlechtes Vorbild. Yo, das war's von uns, ORO Musik, hier aus Cottbus im 44. Wir danken nochmal dem Besitzer. Wir danken euch, dass wir uns präsentieren durften und hoffen, ihr votet für uns. Und zum Abschluss lässt sich nur noch sagen, ORO Musik ist Goldmusik.